Willkommen auf dem Kanal von Management MTG. Heute mit einem ganz speziellen Unboxing. Wir rippen eine Eternal Masters Box. Diese wurde uns zur Verfügung gestellt von Lodi aka Xenyala. Wir hoffen auf ein richtig gute Pulls. Und alles weitere nach dem Intro. Ja, und der Booster Rip Fun beginnt. Schauen wir, ob die 250 Euro Box ein paar lässige Pulls hat. So. Das ist das Booster. Chain Lightning. Ah, schon Soldat, fängt schon gut an. Und ein Winter Orb. Und ein Foil, Sormut Falls. Es geht weiter. Ja. Xandit Swarm. Und ein Phyrexian Rager. Gibt es im Ankommen und Camouflage schon sehr gute Karten. Und Future Sight. Richtig cool. Und das Foil. Firebolt. Hoffentlich auf einen Chase. Auf was er will oder irgendwas in Foil davon. Wäre natürlich ganz top. Blood Art ist super, 2 Euro Karte. Und einen Leiden Tutor. Noch ein Foil Lenimer Elves. Standard in sehr vielen Decks. Nekratal Brainstorm. Und okay, Goblin Jawbelcher. Mit einmal Stingscorcher. So, Harmonize, Pyroblast, Superkarte, Vampiric Tutor, geil, ja, also richtig gute Karte, erste Mythik übrigens, also wir haben vorhin ganz gehabt und einmal Undying Rage, Vampiric Tutor ist immer top, kann man nie genug haben, was mir voll gerade beim Wert steht, und Vindicate. Und einmal Thornwield Archer. Ja, Faces Looting, ein paar gute Ankommen so dabei. Kammern. Und der Creator Helion. Nicht so prickelnd. Und Stupefying Touch. Und ein Tomb. Haben sie jetzt vor kurzem in Ultimate Masters geprintet, aber Topkarten. Und ein Foil Hydroblast. Geil. Richtig cool. Schon ein paar Euro wert. Das ist ein Non-Foil, schon ein paar Euro wert. Und jetzt ein Foil noch mit mehr. Und One Power Stone. Und einmal die Bishing Returns. Und ein Foil Manowar. Schaut sehr cool aus. Natürlich von Chase oder so irgendwas in der Art. Schon so da nochmal. Und Unexpected Absent. Und ein Geier's Blessing in Foil. Noch ein Faces Looting haben wir wieder ein paar drinnen. Kabal Seraphie, sehr cool. Cool, Sensa ist die Mining Top. Der ist immer ein guter Pull. Und Wake of Vengeance.
Es geht weiter. Und nochmal Relic of Bogenidus. Und Claire of Subtil. Und ein Foil Flame Trap. So, nächstes Booster. Einmal Thunderclap Wyvern und ein Sneak Attack. Zweite Mythic. Auch eine gute Karte und ein Mindless Automation. Es geht weiter. Days ist auch sehr gut. Und ein Heritage Druid. Und Nausea. Die zwei Drittel haben wir schon fast. Ja, Ichorit. Nicht unbedingt prickelnd. Brauchen wir nicht. So, es geht weiter. Force of Will. Topkarte, geil. Force of Will ist immer gut. Und Mr. Charger. Wollte mal Chaser in sowas als Mythic, dann wäre das schon mal ein richtig gutes Display. Und Karmic Guide, Combo Piece, sehr gut. Und ein Shaman auf die Pack in Foil. Jetzt haben wir noch ein paar Booster, dann haben wir's. Foil Rare oder Mythic haben wir keinen gehabt. Malicious Affliction und einmal den Werbier. So, Bloodbraid Elf, cool. Und der Brago, gute alte Brago. Und ich habe schon gedacht, der zweite, aber also Tidal Wave. Also, vorher mal Hydroblast gehabt, hat gleich ausgehört die Hydroblast. Aber zwei Hydroblaste vor ihnen am Display wäre nicht so oft. Relicogenitus, eine mit Death, Dual Caster Mage und ein Monk Idealist. Noch drei Booster. Und jetzt sind wir noch der Foil Rare. Und Hymn to Turach. Duplikant, sehr cool. Schön. Foil richtig nice. Die schaut richtig cool aus, Hamate, gell? Und vorletzte Booster. Soulfully Quartex. Ah, das ist der Fall, ja. Imperius Perfect. Leider nicht voll, ja, nicht unbedingt was Gescheites. Ja, und das letzte Booster noch ausreißt ein bisschen. Aber es ist durchwegs gute Sachen. Vor allem im Kammern-Ankommenslot gute Sachen schon. Und haben wir noch einen Rorix Bladewing und einen Foil Night Whisper. Ja. Kein schlechtes Display, ein paar sehr schöne Sachen dabei. Duplikant, gute Karte, Brago, Lord ist ihr Lieblingskarten, Kami Guide, Force of Will, top. Von mir den Artwork sieht cool aus, also das Box-Artwork. Dann Sneak Attack, gute Karte, Sinister's Divining top, hat er leider glaube ich erst vor kurzem gekauft, aber trotzdem gut, Entomb, Top-Karte, und der Vampiric Tutor natürlich, Hammer. Und den Leitentutor haben wir. Und der Windorb. Passt perfekt zum Brago. Na, kein schlechtes Display. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere solche Videos haben wollt oder irgendwas auf dem Channel geöffnet haben wollt, schreibt es mir einen Comment oder meldet euch bei mir. Und würde mich wie jedes Abo und jeden Daumen nach oben freuen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich im nächsten Video.